Hey, Schusch, Leute, willkommen zu einem Video, das ihr so noch nicht gesehen habt, höchstwahrscheinlich. Und worum geht's? Sofern ihr das Thumbnail und den Titel konkret ignoriert habt, ich sag's euch gerne nochmal. Es geht um Detective Pikachu und dass fucking Ryan Reynolds ein fucking Pikachu spricht und das ist das coolste Pikachu, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Und ich habe als Kind ein fucking surfendes Pikachu gesehen, also sagt eine Menge über mich aus, würde ich mal sagen. Nee, aber der Film und der Trailer sind ja aktuell gerade stark in der Diskussion, gerade weil es so ist, wie es ist. Weil, seien wir mal ehrlich, und ich bin da jetzt auch mal ganz ehrlich zu euch, als man mir gesagt hat, es ist ein Real-Pokémon-Film in der Planung mit hier Detective Pikachu. Ich saß da und hab mir gedacht so, oh boy, oh boy. Und da wollen sie Ryan Reynolds reinpacken, also Mr. Deadpool, also ich bin ganz ehrlich, ich hab da kein so Gefühl bei. Aber jetzt, nachdem ich den Trailer gesehen hab, es übersteigt alles. Ich bin ganz ehrlich, ich bin richtig neugierig. Ich bin richtig gespannt auf den Film sogar. Weil, gut, ich hab gesehen, also eine Kritik, was viele sagen, ist von wegen, die Pokémon haben jetzt Fell und sehen aus wie Tiere und ich nehme so, ja, big shit, sind es ja technisch gesehen auch, ich meine, was habt ihr gedacht, woraus ein Pikachu besteht, aus fucking Latex oder was? Natürlich besitzt das viel Fell, also natürlich sieht's aus wie Fluff as fuck, das, ne, wenn man die Technologie hat, wir reden ja von fucking Warner Brothers, also wenn die nicht ein bisschen auf die Kacke hauen, was das angeht, dann wird's mich auch noch mehr wundern, weil gerade wenn man sich so die Pokémon ansieht, die gezeigt wurden. Pummeluff sieht aus wie ein geplatztes Sofakissen. Yes, finde ich, macht noch Sinn. Glurak sieht aus wie ein fucking Drache. Richtig so. Mr. Mime, also fucking Pantomias, Pantomas, Scheiße, wie hieß das Drecksding nochmal? Pantimos. Pantimos hieß das Scheißding. Sieht aus wie absoluter Nightmare Fuel, also davon mal abgesehen. Aber ich fand zum Beispiel noch nie einen Bisasam so unglaublich knuffig. Weil diese eine Szene, wo man kurz die Bisasams da rumdümpeln, sie sind so total adorable, diese kleinen Fickerviecher. Wo sie einfach nur denken, so, ja geil, ich bin der unbeliebteste Starter der Welt. Und ich sehe jetzt schon, wie sich die Kommentare mit Bisasam-Fans füllen und ich da sitze und denke so, ich hätte gern lieber einen Glumanda oder einen Shiggy. Egal welches von beiden, ihr könnt es auch beides kombinieren. Aber back to the basics. Ich bin ganz ehrlich, dass das. Für mich wird das mal ein Film, wo ich mir so denke: Ja, gut, das ist jetzt Pokémon, aber nicht so targeted wirklich so auf die jüngste Generation von Pokémon-Fans, sondern mehr so. So kommt es mir zumindest vor. Es kommt mir vor wie ein Pokémon-Film, targeted mehr so auf die Jünger, also auf die älteren Pokémon-Fans, so die mit Rot und Blau groß geworden sind, basically. Die damals noch einen normalen Gameboy hatten, die jetzt mittlerweile, wie ich, in ihren Mitte-20ern stecken und sich da denken, oh cool, ein Pokémon-Film, der nicht halbwegs scheiße aussieht. Weil, sagen wir mal ehrlich, die Pokémon-Animationsfilme sind ja schön und gut, aber sagen wir mal ehrlich, so viel war das nur auch nicht. Es war immer sehr. Die nehmen sich immer sehr ernst. Sagen wir mal ganz ehrlich, die Pokémon Real, also nicht die Realfilme, die Pokémon-Filme, die so auf der Serie auf Ash und Konsorten basieren, die nehmen sich immer fucking ernst. Sprich, Weltuntergang, Weltdominierung und ich denke mir so, oh mein Gott, das ist ein Film über Pokémon, über fucking Pocket Creatures. Warum muss man das so unglaublich ernst machen? Warum muss ständig irgendwie die Welt untergehen? Irgendwie, Darkrai vernichtet eine Welt, Mewtwo denkt sich, fuck you, alle Pokémon gehören mir, go die. Und irgendwie nehmen sich die Pokémon-Filme mehr ernst, als sie eigentlich sollten. Und für mich kommt das am Ende dann eher cringy rüber als alles andere. Deswegen, ich bin ganz ehrlich, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, dass da mal ein Film kommt, ein Pokémon-Film, wo sie nicht so ernst nimmt, wo mal so ein bisschen Sidejab macht, wo fucking Pikachu hat, wovon Ryan Reynolds gesprochen. Also Ryan Reynolds, ne? Riesenrespekt, dass du das machst. Also, ich meine ja nur. Deadpool, super gute Rolle hast du gemacht. Und dann sagst du, ich spreche fucking Pikachu, fucking Donnerball. Also, ne?
ich bin gespannt. Ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, den Film. Aber wie gesagt, 2019, genaues Datum haben wir noch nicht. Ergo, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Aber was mich auch freut, ist, dass sie jetzt mal in dem Film tatsächlich mal so drauf eingehen. Sie bauen ja quasi auch eine neue Welt auf, so in dem Sinne. Aber es sieht mir stark danach aus, dass sie mal drauf eingehen, was so wirklich, by the way, das sind jetzt hier alles, ich habe nur den Trailer gesehen. Ich habe jetzt nicht noch irgendwie mich groß anderweitig schlau gemacht. Also, wenn ihr mich treten wollt, weil ich nicht genug informiert bin über Detective Pikachu, tretet ruhig drauf zu. Mein fehlendes Interesse seht ihr dann in eurem Postfach. Wie gesagt, ich fände es halt interessant, dass sie halt mal auch versuchen, eine Welt aufzubauen, wo quasi Pokémon und Menschen tatsächlich miteinander leben und das mal zeigt, wie das miteinander kombiniert ist. Da, wenn sie das wirklich hinkriegen, eine Welt aufzubauen für diesen Film, wo wirklich Menschen und Pokémon quasi koexistieren, dann bin ich echt mal gespannt, was sie da alles einbauen und vor allem die ganzen kleinen Nitpicks. Ich meine, allein, was ich jetzt schon in diesem Trailer gesehen habe, man sieht hin und wieder so ein paar kleine Easter Eggs so hier und da mal. Also von daher, ich bin da sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich da auch drauf, nächstes Jahr ins Kino gehen zu können. Ich meine, wenn ich dann ins Kino gehen kann, hoffentlich. Also, ne, das ist so eine Sache. Ich habe Patreon, by the way. Was ich sagen wollte, Detective Pikachu. Ich bin mit Skepsis rangegangen, als man mir erzählt hat, es gibt einen Real-Pokémon-Film raus. Aber nun sage ich mir, nach dem Trailer, ja Mensch, das sieht gar nicht so schlecht aus, das könnte was werden. Das könnte interessant werden, so vom Plotline auch her. Wird nicht zu kompliziert, also ich meine, es wird jetzt kein fucking Arthouse-Film, also so viel ist man sicher. Es wird immer noch ein Pokémon-Film. Aber, okay, und was sie halt auch... Das ist noch eine Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob der Film wirklich in 3D-only rauskommt und ob sich das lohnt in 3D. Weil, nur mal so nebenbei gesagt, ich bin absolut kein Freund von HD, von 3D. HD natürlich. HD ist Standard heutzutage. Aber von 3D bin ich aktuell immer noch nicht wirklich überzeugt. Jedes Mal, wenn ich irgendwie mit Freunden oder mit Familie irgendwo in 3D-Filme gegangen bin, war ich einfach nur massig enttäuscht von der Qualität der 3D. Weißt du, dann kommen im ganzen Film vielleicht mal 2-3 Sekunden, wo tatsächlich richtig 3D sind. Also, sonst hast du dir immer gedacht so, ja Mensch, das ist ja alles schön und gut, aber warum muss ich jetzt eine Brille die ganze Zeit tragen, wo mir Kopfschmerzen bringt? Deswegen bin ich mal gespannt, was sie daraus noch machen, ob sie das tatsächlich vernünftig nutzen oder ob das nur dieses, ob das richtig gutes 3D wird oder mehr dieses, guck mal, 3D, So Spy Kids 3D, wisst ihr, für diejenigen, die den Film nicht kennen. Das ist das perfekte Beispiel für, 3D, Ist ganz merkwürdig, ist schwer zu erklären. Aber ja, also ich bin ganz ehrlich, ich freue mich drauf. Ich werde wahrscheinlich dann ins Kino gehen und mir den angucken, weil es sieht interessant aus. Der Trailer hat mich überzeugt. Und ich kann es verstehen, wo Leute immer noch skeptisch sind, also... Kann ich super verstehen, dass Leute aktuell immer noch skeptisch sind, weil... Ne, es ist ein realer Pokémon-Film. Also, wie kann man denn nicht skeptisch sein? Aber jetzt nach dem Trailer bin ich da ein bisschen zuversichtlicher, dass sie das mit dem richtigen Respekt und trotzdem mit einer guten Prise Humor angehen werden. Also von daher, ich bin zuversichtlich. Ich hoffe, ihr auch. Und schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich werde jetzt auf jeden Fall... Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir das Ende des Videos noch nicht ausgedacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.